Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dying Light. So, dann wollen wir erstmal gucken, ob wir hier jetzt weiterkommen. Aiden, aus Jack und Joes kleinem Dorf kommt Lärm. Und noch was, Hakon. Das Versteck von Sophie und Barney wurde angegriffen. Es könnten Peacekeeper sein. Fuck. Denk daran, warum du hier bist, Aiden. Wir sollen in den Zentralring gelangen und uns nicht in lokale Konflikte einmischen. Misch dich nicht in diese Sache ein. Geh zurück zur U-Bahn. Wir sagen Aether, was wir haben. Vielleicht lässt er uns dann durch. Ich muss gehen, Hakon. Ich habe versprochen, Sophie zu helfen. Außerdem gelangen wir nur so an die Wahrheit. Okay. Ich melde mich. Brennstoffbehälter in der Nähe. Ah, ich bin noch nicht nah genug dran. Ja, aber komm, wir haben es versprochen, ne? Versprechen, was man gegeben hat, das sollte man auch halten. Auch wenn die Sache jetzt gleich am Dampfen scheint zu sein. Haben wir ja schon mitgekriegt, dass das hier gleich schlimm wird. Naja, mal gucken. Scheiße, ich bin zu spät. Sophie! Barney! Bist du da? Sophie? Sophie, melde dich. Na gut. Nehmen wir hier trotzdem erstmal alles soweit mit. Na gut, Flasche kann ich jetzt zwar nicht gebrauchen, aber... Erstmal kurz durchscouten hier. Ein bisschen Kleingeld. Ja, aber du zeigst mir immer noch nicht an, wo er sein sollte. Na gut. Was zum Aufheben? Ah, da oben ist er. Okay. Dann gucken wir mal. Erstmal hier rein. Na. Hier oben ist er. Einmal langsam und mit Gefühl. Okay, Konservendose. Hier hinter ist der Hemmstoffbehälter. Hoppala. Das sieht nicht gut aus. Überhaupt nicht. Moment, kann ich nicht einfach von hier aus noch... Na, eine Etage höher komme ich nicht. Gehen wir erstmal hier rein. Sophie, was ist los, verdammt? Melde dich. Ja, einfach abgeschlossen. Kann man von hier aus irgendwie hoch? Ah, von hier aus kann ich darüber. Na gut, denn... Schauen wir doch mal. Klopf, klopf. Brennstoffbehälter in der Nähe. Okay, ich habe ihn schon mal gefunden.
gucken wir doch mal. Ach, zwei Spritzen. Das heißt, wir haben wieder ein Power-Up. Das heißt, ich würde erstmal wieder einmal auf Ausdauer gehen. Ausdauer gefällt mir schon mal. Okay. Muss mal ein bisschen was mitnehmen hier. Safe ist sogar leer. Okay. Das hört sich nicht gut an. Hier drüben soll da noch ein... Ach so. Komme ich hier nicht durch? Ist hier auch kein Weg oder so? Na gut, gucken wir erstmal. Hier ist Aiden. Ihre Männer sind tot. Oh, Scheiße. Verdammt, Aiden. Ich hatte gerade angefangen, dich zu mögen. Du hast die Peacekeeper hergebracht. Ich hab euch geholfen. Du hast uns im Stich gelassen. Und jetzt müssen wir dich umlegen. Aether geholfen. Und dir selbst. Uns zu helfen war nur ein Nebeneffekt. Worauf wartet ihr? Keine Ahnung, was ihr tun sollt? Barney! Barney, warte! Ist das jetzt euer Ernst? Na gut. Na, wie gefällt dir das? Ja, ganz gut bis jetzt. Ihr auch? Verdammtes Arschloch! Hab dich! Ja, komm doch. Dann rollt der Kopf. Nö, 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 nö. Kommt. Ich hab das für dich, Arschloch. Na, komm. Steckst dir in den Arsch. Du zuerst, würde ich sagen. Oh, zu langsam. Wie gefällt dir das? So. Wie gefällt dir das? Eieieiei. Ich wollte doch eigentlich nur helfen und nicht... Naja. So, erstmal hier nochmal ein bisschen was mitnehmen. Lavendel. Gut. Haben sich hier gerade wohl wahrscheinlich Locherbauplan. Okay. Ein bisschen festgesetzt. Fuck du. War ja klar. Ich suche Sophie! Sophie! Oh, verdammt, hier geht's nicht um dich, Herman. Aus dem Weg! Du beschissener Grizzlybär! Na komm! Komm! Ich will nicht gegen dich kämpfen. Will ich wirklich nicht. Oh Mann, ey. Ich weich lieber aus, anstatt zu blocken.
glaube ich. Lass mich mit Sophie reden. Hey, hört mich nicht. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Jetzt hör auf. Au. 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 Na, 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 na. Hau da jetzt sogar noch zweimal zu. Na, er lässt sich nicht mehr austricksen. Tut mir leid. Ich glaube, wir kriegen gleich Besucher, Mann. Jetzt hast du ein Problem. Genau deswegen. Das ist noch übel. Oriste, Libon. Ich hab's nicht mitgekriegt, was er gesagt hat. Er hat sogar eine zweihändige Axt gekriegt. Hat er das jetzt sogar was Gutes? Oha. Ne, das war verkehrt. Aha. Oh, die frisst aber gut Ausdauer. Fang! Immer da, wo du mich brauchst, ha? Na, du bist ein Witzbold. Wie soll ich da hochkommen? Die ganzen Kisten und so weiter sind ja im Eimer. Das klappt doch so nicht. Nee, da komme ich nicht hoch. Ach hier! Oh, ich habe die gelben Dinge hier nicht gesehen. Ja gut, so ist es natürlich möglich. Barney, Junge. Finde Barney. Ja. Barney? Komm raus! Komm schon, Mann! Ich finde dich! Eben, wenn du nicht darum bittest, schieße ich dir in den Kopf. Und wenn nicht, dann stirbst du ganz langsam, bis du alles zugibst. Also. Du bist der, der sterben wird, Barney. Barney, du solltest ihn aufhalten, nicht töten. Gib mir die Waffe. Gib sie mir, Bruder. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. So dankt er mir also meine Hilfe? Verrätern danken wir mit dem Tod. Du hast verschwiegen, dass du für Aether arbeitest. Ich arbeite nicht für Aether, ich arbeite für mich selbst. Keiner kann hier neutral bleiben, Aiden. Wir kämpfen ums Überleben. Ohne Wasser stirbt der ganze Basar in weniger als einem Monat. Und die Peacekeeper, die helfen uns nicht. Genauso wie damals, als meine Mutter starb. Sie saßen nur rum und schauten uns beim Sterben zu. Wie sich herausstellt, bist du einer von denen. Wir sind ja völlig egal. Sag mir, warum sollte ich dich nicht töten? Sophie, schieß! Worauf wartest du? Weil wir uns gegenseitig helfen können. Wer hat Lucas getötet? Er glaubt, wir haben ihn getötet. Sophie, rede mit mir. Warst du es? Nein. Sophie, verdammt! Was kümmert dich dieser Mörder?
Was hat Eito dir versprochen? Wenn du es nicht warst, wer hat ihn dann getötet? Das frage ich mich selbst. Jedenfalls keiner von meinen Leuten. Wenn du rausfindest, wer es war, sag's uns. Den Kerl würde ich gerne mahnen. Lukas hat den Tod verdient. Hat eh schon zu lange gelebt. Wir mussten ihn nicht töten. Wir haben unseren eigenen Plan, wie wir die Peacekeeper aus dem Bazar rauskriegen. Aether versprach mir Zugang zum Stadtzentrum. Deshalb helfe ich ihm. Und du glaubst ihm? Einfach so? Wenigstens hat er nicht versucht, mich zu töten. Er war ja auch nicht derjenige, den du verraten hast. Aber ich kann dir auch helfen. Hilf uns mit dem Wasser und ich bring dich persönlich zum Zentralring. Zunächst mal, ich habe euch nicht verraten. Ich helfe bei der Aufklärung eines Mordes, das ist was anderes. Was dein Angebot angeht, wird der einzige Weg von den PKs kontrolliert? Es gibt noch einen anderen Weg. Glaubst du wirklich, dass ich dir nochmal vertrauen werde? Wir brauchen uns gegenseitig. Du hast uns nicht gesagt, dass du mit den PKs zusammenarbeitest, also haben wir Vermutungen aufgestellt. Es wird immer gefährlicher und wir müssen alle vorsichtig sein. Du hast versucht, mich zu töten, Sophie. Ich schwöre beim Andenken an Birdie, Susie, Logan, Ralph und Herman. Ich schwöre, wenn du uns hilfst, bringen wir dich ins Zentrum. Hilfst du uns? Bin ich jetzt noch so gutmütig? Okay, was ist der Plan? Jack und Joe sind geflohen. Wir haben die Chance, den Turm einzunehmen und endlich das Wasser zurückzuerobern. Was soll der verdammte Aether macht? Wir kümmern uns um die Peacekeeper und bringen dich danach sofort ins Stadtzentrum. Zuerst müssen wir aber den Wasserzugang sichern. Wie kommt man auf den Turm rauf? Es ist beinahe unmöglich ohne eine Seilwinde. Und Joes Männer haben den Zugang gesperrt. Deshalb frage ich... Ich soll also hochklettern? Wenn du das machst, rettest du eine ganze Menge Menschen, Aiden. Das vergessen wir dir nicht. Ich frage mich auch immer, warum meine Schwester dir vertraut. Ja, ich frage mich selber, warum ich jetzt hier euch vertraue noch. Wie oft wolltet ihr mich jetzt schon umbringen? Eieieiei. Aber wenigstens hat Herman überlebt. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Wir sollen jetzt dort unten runter. Okay. Markierungskonvoi. Und hier oben hatten wir noch Militärlieferung, GNE-Paket. Das sollte ich mir vielleicht nochmal holen, bevor irgendwas ist. Okay, da oben ist auch noch eins. Aber die Frage ist, wie komme ich da hoch? Kann ich das Seil nutzen und hochklettern? Oder ist es nur so ein Schwingseil? Das ist ein Schwingeseil. Ja, ob das klappt, was ich mir jetzt ausmal? Ja, ja, es hat geklappt. Okay. Okay. Schön vorsichtig bleiben. Wenn ich jetzt hier runterfalle, ne, dann habe ich aber einen riesen Genickbruch. Komm, kletter, kletter. Okay, Sicherheitszone. Ja, na denn. Bisschen Honig können wir ja immer gebrauchen. Dann hauen wir das Ding mal an. Okay. So, und da drüben soll ich jetzt rüber. Kann ich jetzt genug Schwung holen noch mit dem Ding hier? Oder muss ich denn lieber hier einen Aufseilakrobat machen? Und rüberspringen.
glaube mit Anlauf. Oha. Das hätte auch böse enden können. Aber okay. Gucken wir mal. Na, was haben wir da? Militärtechnologie. Na, immerhin. So, wir kommen jetzt hier am sichersten wieder runter. Ohne mir gleich alle Knochen zu brechen. Da hätten sie ja auch Infizierte. Alter. Ah, ich sehe da hinten. Ich hoffe... dass der Jump gut wird. Ja! Eieieiei. Aber es hat geklappt. So, dann kann ich mal kurz die zweihändige Waffe ausprobieren. Hohoho. Das ist ja noch mehr mein Geschmack. Langsam, aber mit Pumps. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo jetzt hier die Runner sind. Wer von euch rennt? Keiner so wirklich. Na gut. Das ist echt nicht cool. Wenn du sie... Hilf mir mal jemand. Okay. Sagt man aber nicht. Ich feiere die Waffe. Alter, macht das Laune. Du willst. Was will ich? Rede doch zu Ende. So, da ist noch einer umgekippt und hier haben wir wieder ein... was zum Knacken. Das hatten wir ja hier auch schon mal gemacht. Ah, nächster Dietrich weg. Aber wenn Hermans Hammer nur ähnlich ist, optimal. So, oh, ein bisschen Loot rausgezogen hier. Ist doch gar nicht mal so verkehrt. Nee, den Kofferraum konnte ich gar nicht looten. Nee, mit euch will ich erstmal noch nichts zu tun haben. Wir gehen jetzt hier erstmal wieder hoch. Alle Herbs. Und jetzt müssen wir ganz nach oben. Weil da wird ja bestimmt auch nochmal drin sein. So, hier können wir noch ein Stück höher. Noch ein Stück. Das geht in die falsche Richtung. Könnt mir vorstellen, hier und dann hier hoch. Ah, ist ein bisschen Duster hier drin, aber das geht schon. Aha. Über die Solarpaneele. Das hilft mir nicht. Ein bisschen klettern ist doch nicht so verkehrt. Ja, mal noch was suchen. Warum sollte ich mich hier verstecken? Ich will mich hier nicht verstecken. Ich habe eine dicke Axt. Damit versteckt man sich nicht.
Okay. Halt dich fest. So. Nein, 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 nicht runter. So. Na also, klappt doch. Warum nicht gleich so? Und hier einmal öffnen. Aber nochmal Militärtechnik. Und wir sind nochmal ein bisschen besser geworden im Laufen. Weil sonst noch irgendwas? Nö. Sonst haben wir jetzt hier nichts weiter. Gut, dann gucken wir mal. Wir können jetzt nochmal was besser in Parcours setzen. Was haben wir denn hier? Laufen Sie vertikalen Oberflächen entlang. Drücke A oder D zu einer flachen Oberfläche hin, während du in ihrer Nähe springst. Ach du heilige Wandlauf. Oder nochmal ein Schub. Boah, ich werde den Wandsprung mal ausprobieren wollen. Auch wenn das bestimmt ein Fehler ist. Haben wir hier mal irgendwo glatte Oberflächen? Oh, ziemlich einfach. Oder auch nicht. Das war jetzt, glaube ich, ein Glück. Ah. Gut, aber ich müsste ein bisschen... Kommt auch noch am Winkel an. Aber ist okay. So, jetzt können wir hier erstmal wieder runter. Jetzt ziehst du dich mal rauf. Und es wird jetzt langsam dunkel. Ja, Spieler verstecken wir ja sowieso hier. Ah, die Nacht bricht an. Alle hops und hops. Und hier könnte ich jetzt zur Not nochmal Tag machen. Aber jetzt will ich erstmal gucken. Irgendwas haben wir da an den Ort noch nicht gesehen. Kann ich das vielleicht von hier aus mit einem Fernglas besser erspähen? Müsste ja eigentlich nur so ungefähr in die Richtung gucken können, ne? Ah, da oben. Parcours-Herausforderung. Ja gut, aber die sollten wir dann, glaube ich, erst nochmal am Tag machen. Das heißt, wir gehen jetzt hier einmal kurz ins Versteck und schlafen eine Runde. Dann brauche ich nicht die ganze Zeit auf die Zeit achten. Ich kämpfe schon seit 5 Jahren und kriege trotzdem keine Einladung in die Massakerhalle. Ja, das tut mir leid. Gut, aber machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.